Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres wunderbaren Gaming-Glücks.de Orakels mit dem heutigen Topspiel Portugal gegen Spanien oder Spanien gegen Portugal, wie auch immer. Heute mit Sensational World Soccer 2010, ein kleines Indie-Spielchen erhältlich für 5 Euro via diverser Direct-to-Drive-Händlern. So, wir gehen mal direkt auf schnelles Match. Spanien ist Gruppe 8. Spiele ich mit Spanien? Ja, ich spiele mit Spanien, denn ich möchte Ronaldo und Co. draußen sehen. Ich kann den Typen einfach nicht leiden. Gegen Portugal. Weiter. Rot gegen Rot ist ein bisschen ungünstig. So, ich in Rot, Portugal in Weiß. Aufstellung ist schon in Ordnung so. Ja, simple Steuerung. Einfach mit den Pfeiltasten sich bewegen und mit der Aktionstaste, in diesem Fall die Leertaste, schießen, passen, grätschen, was auch immer. Los geht's. Mit Vuvuzela Sound, das ist sehr schön. Und los geht's. Muss ich ja ernsthaft sagen, Portugal ist ja vor allem die letzten Turniere immer ein Favorit gewesen, da die aktuelle Generation der Portugiesen, beziehungsweise der Fußballspieler aus Portugal, eine sehr große ist. Also ich meine, gut, okay, Figo damals natürlich auch, aber ich finde eigentlich hat damals Portugal nie so wirklich oben mitgespielt. Mehr immer so ewiger Favorit, aber jetzt waren sie ja mal im eigenen Land bei der EM zumindest Vize-Europameister und auch sonst sind sie relativ weit gekommen, wenn nicht immer Deutschland im Weg stand. Denn mit Deutschland hatten sie so ihre Probleme gehabt, wie wir wissen. So. Also ganz simpel, ich steuere meine Figur nur über die Pfeiltasten auf der Tastatur und über die Leertaste mache ich alles. Oi. Eckschuss. Das ist jetzt übrigens das zweite Mal, dass ich dieses Spiel überhaupt spiele. Ich habe ursprünglich eigentlich mir gedacht, das heutige Topspiel des Gaming-Clerks.de Orakels sei Japan gegen Paraguay. Und da hatte ich dann schon die japanische Pro Evolution Soccer Version ausgepackt, wo man das japanische Team zur Meisterschaft führt. Aber, oh, schade eigentlich. Aber das Orakel wollte wohl etwas anderes. Das Gaming Clerks Orakel darf man nicht enttäuschen und vor allem nicht betrügen, denn sonst gibt es Fehlinformationen. Und das kann das Gaming Clerks.de Orakel nicht machen. Oder so. Wie auch immer. Hat natürlich auch einen Zweispieler-Modus, allerdings nur offline. Was? Rot? Frechheit. Naja, scheiße. Wobei ich ja fast glaube, bei diesem Spiel ist dieser eine Mann weniger auch nicht so ganz weiter schlimm. Halbzeit. Das war's auch schon mit der ersten Halbzeit. Meine Güte. Anschuss. Okay, schöner Pass. Schöner Pass. Schöner Schuss. Oh. Oh shit, 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 nein! Dreimal muss der schießen, eieieiei. Nein, Portugal wird heute nicht gewinnen, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Das darf nicht sein. Nein, 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 nein. Ach, das war keine rote Karte? Na gut. Könnte man sagen, unrealistisch, aber wer die FIFA-WM in Südafrika verfolgt hat, der weiß eigentlich doch sehr realistisch, denn die Schiedsrichter machen eh, was sie wollen. Meine Güte. Oh, fuck, da fehlt doch der eine. Nein, ganz doofe Grätsche. Eieieiei. Eieieiei. Und dann auch noch so ein mieser Abstoß dazu. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das sieht nicht gut aus für Spanien. Das Orakel will es so. Obwohl, jetzt vielleicht... Oh, oh! Was war das denn? Ah, verdammte Axt. Wem ist nicht aufgefallen, ist das Ganze orientiert sich natürlich schon sehr an Sensible Soccer. Sind sie... Oh, das war doch... Oh! Nein, 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 nein.
Eieieiei. Ja. Er meint, ich weiß, keiner von euch zweifelt unser Orakel an. Aber das war's. Puff. Portugal gewinnt gegen Spanien mit 2:0 oder anders gesagt mit 2 Toren Differenz. Also, ich möchte das Orakel nicht anzweifeln, aber ich habe da so. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Aber, also, nicht, dass das Orakel gleich böse wird. Also, wenn das Orakel sagt 2:0, dann wird 2:0 schon so richtig sein. Wir sehen uns bei der nächsten Orakel-Prognose, was auch immer. Viel Spaß beim Fußballspiel heute Abend und ciao, ciao.